You saw them hard to please. We gotta kill this switcher from the 70s. But I'm a 90s babe. Wie heißt du? Hallo, ich bin Marina Brunner, ich bin 29, komme aus Luzern in der Schweiz und ich bin Blasinstrumentenreparateurin und Mentalcoach. Wie? Mentalcoach? Was? Mentalcoach? Wie Yvonne? Ey, wir brauchen dir hier. Also, kannst du uns erklären, sozusagen, gibt es, sagen wir mal, irgendwie so eine Frequenz von Stimme? Sagen wir mal, wenn ich jetzt ganz dir tief in die Augen schaue und sage, ich würde wahnsinnig gerne mit dir arbeiten. Kann man das irgendwie erklären? Gibt es da so eine hypnotische Frequenz, wenn man die trifft, dass jeder dann macht, was man sagt? Ja. Aha! Ja. Hab ich gesagt! I knew it! Gesagt! Krass. Aber ganz kurz, die Männer verarbeiten mal diese Informationen. Die müssen erstmal kurz Pause. Nein, das interessiert mich gerade. Also du behauptest, es gibt es, ja? So, dass man, wenn man... Ja, wollen wir es probieren? Ja. Okay, guck mal her. Ja, okay. Warte mal, das geht schon los, ne? Es geht schon los. Oh Gott. Na, ich komme natürlich sehr gerne zu dir, aber mit einer Nico Santos-Länge Abstand, ne? Was soll ich machen? Just fokussiere dich okay. auf deinen Kern. Das ist ein Kern bei dir. Okay, dann spürst du so lange Strahlen, Silben durch deine Füße gehen, bis in die Erde. Silbermonde durch meine Füße gehen. Und dann durch deinen Kopf, durch die Mitte durch deinen Kopf geht ein Silberstrahl hoch ins Universum und verbind dich mit allem, wo ist. Ja, ich spür's. Und jetzt hier, bei mir. Das ist geil. Ja. Und da kannst du mir einen Satz sagen, quasi kannst du mir eine Sache beibringen, wie jedes Talent in mein Team kommt. Also wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt connecte über meine Füße mit dem Universum. Was soll ich dann sagen? Also erstmals energetisch. Ja. Yeah. Eher so Gespür und so. Ja. Yeah. Okay, da strahlst du das aus. Ja. Yeah. Und dann sagst du, was du auf deinem Herzen hast. Probiere ich das nächste Mal aus. Oh, das nächste Mal. Achso, ja, es ist zu spät. Ja. Ich schwöre dir, hätte ich das gewusst, dass du nicht nur eine Tuba und eine Posaune reparieren kannst, sondern mich auch mental weiterbringst, ich hätte gedrückt. Deine Stimme hat so genau eine Region, wo sie richtig stark ist, wo sie richtig ihren vollen Sound entwickeln kann. Wenn es ein bisschen tiefer und ein bisschen höher ist, klappt es ein bisschen weg. Und in dieser einen Range, wo du dich wohlfühlst, da drückst du ein bisschen zu doll. Daran kann man arbeiten. Ich fand aber, dass du mit dem Song einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hast. Das Publikum hat es geliebt. Es hat nicht ganz gereicht, aber ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.